Pures Schlittschuhvergnügen mit Hüttenzauber unter der großen Weihnachtstanne vom Oder Center Schwedt. Auch in diesem Jahr hat es das Center gemeinsam mit zahlreichen Partnern geschafft, eine 300 Quadratmeter große künstliche Eisfläche zu zaubern. Wenige Stunden vor der Eröffnung liefen die letzten Liter Wasser auf die Fläche. Das Team vom Industriekaufhaus wirbelte 2 Wochen lang mit Hochdruck. Die langjährige Kühlfirma erschien einfach nicht. Es war Improvisationstalent gefragt. Mit Erfolg. Während draußen das Wintervergnügen lockt, laden die Centergeschäfte zu einem Adventsbummel bei wohliger Wärme. Wir haben das Center festlich geschmückt und dann abends erstrahlt das natürlich mit vielen, vielen tausend Lichterchen und Weihnachtsbäumen und natürlich ganz klar unser großer Stolz, die Eisbahn. Es gibt die ganze Adventszeit über ein abwechslungsreiches Programm mit Back- und Bastelstube, Weihnachtsmann und einem bunten Bühnenprogramm in der Center-Mitte. Das nicht nur von Montag bis Samstag. Wir haben uns vorgenommen, dieses Jahr gleich wieder 2 offene Sonntage. Es ist der 2. Adventssonntag und der 4. Adventssonntag. Da haben wir für unsere Kunden natürlich auch wieder geöffnet. Und das von 13 bis 18 Uhr. Wie läuft es erfahrungsgemäß? Na, Sonntags ist natürlich immer ein klassischer Familientag, der läuft immer sehr gut und ich denke mal für die Familien auch ein schöner Aufhänger, nochmal mit der Familie zusammen auch nochmal wieder schön shoppen zu gehen. Ich denke mal, ist ein guter Anlass. Die Eisbahn hat an allen Adventssonntagen geöffnet und lockt bei einer Eisstärke von 10 bis 15 Zentimetern zu eiskaltem Vergnügen ein. Wer keine Schlittschuhe hat, kann diese an der Bude leihen. Erwachsene zahlen 2, Kinder 1 Euro, hinzu kommen 2 Euro für die Bahn. Das Team vom Industriekaufhaus als Betreiber freut sich schon jetzt auf eine ganz besondere Familie. Am 24. Dezember kommt immer eine Familie, ich glaube aus Templin, glaube ich, ist die. Das ist schon seit Jahren kommen die. Das ist Vater, Mutter, 3 Kinder, aber Kinder schon große Kinder. Also die ist wirklich eine richtige, Traumfamilie. Alle in der Hand und dann richtig große Kreise. Das ist schon eine richtige Tradition für die. Also wir warten schon wieder, damit die kommen. Das ist, also ich hoffe, die hören das dann und dann werden wir sie wieder sehen hier. Glühwein und Gänseduft liegen in der Luft. Weihnachten steht vor der Tür. Center-Manager Ralf Müller wünscht sich... Ein Wunsch zu Weihnachten. Viele freundliche Gesichter, viel Spaß und natürlich ein Stück weit kaltes Wetter darf es auch sein. Bei den derzeitigen Wetterprognosen werden die Kühlstäbe der Eisbahn wohl vorerst im Dauerbetrieb bleiben müssen, denn die Außentemperaturen stehen noch lange nicht auf Dauerfrost.